Jo Leute, was geht? Klim am Start. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Base. Erstmal die Spielgeschwindigkeit auf 4 mal stellen oder mal 4 stellen. Beim letzten Mal haben wir ganz viel gemacht und die warten da alle schon. Die sind da wieder kacke drauf. Wir voll die scheiß Kolonie, ich schwöre dir, ne? Aber die packen das Ganze hier mal rein. Wir verballern einfach unsere ganzen Ressourcen jetzt bei Händlern, die ankommen. Zumindest hier die Stärke, weil wir einfach 250, 60 Stärke haben. Gar kein Problem. Und 105 und 103 Ersatzteile. Sie haben viel zu viel. Wir können natürlich Herstellungsgrenzen festlegen. Oh, 197 Leute. 3 Leute fehlen noch für die 200er-Marke. Nice. Es geht immer weiter. Ich glaube, ich sollte... Energie brauchen wir halt nicht wirklich, ne? Wir brauchen halt wirklich, wirklich keine Energie mehr. Wir brauchen eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, es geht auch nicht höher als 88, doch 87%. Ich will eigentlich, noch so ein Dingens bauen. Aber ich habe ja in der letzten Folge auch gesagt, ich möchte erstmal nichts mehr bauen. Ich möchte erstmal gucken, dass es den Leuten allgemein besser geht oder einfach nur überprüfen. Oh, da sind neue Leute. 199 Leute. Nice. Es fehlt nur noch ein einziger Kolonist und wir sind bei 200 Leuten. Und da ist noch ein Handelsschiff. Nice. Hallo. Was brauchst du denn? Können wir umschalten? Wir können sogar noch umschalten, während ein Handelsschiff da ist. Das ist nice. Okay, was hast du denn, was brauchst du denn? Du brauchst gar nichts, aber wir haben viel zu viel von allem irgendwie. Vor allen Dingen hiervon. Obwohl, verkaufen wir jetzt gerade mal nichts, weil die Leute eben schon gearbeitet haben. Jetzt müssen wir natürlich erstmal down, calm down und so. Wie sieht's denn mit unseren Sachen aus? Hier schlecht, denen geht's richtig kacke. Ja, die Kolonie ist richtig scheiße, ich schwöre dir. Ich hau bald ab, aber eigentlich nicht, weil hier voll gut ist. Okay. Ich würde gerne an einem Ort sein, wo ich alle drei Platten beobachten kann, damit wir den 200. auf keinen Fall verpassen. Hier sieht man alles, ne? Ja, hier sieht man die da hinten, da. Und die beiden hier vorne. Das sind alle Raumhafen, die wir haben. Und eine kleine Landeplatz. Okay. Leute, es fehlt nur noch einer. Das heißt, das nächste Kolonieschiff, was landet, wenn es keine Feinde sind, ist unser 200. Kolonist. Es sei denn, es ist wieder so ein Trottel dabei und erstickt. Wie letzte Mal. Ich dachte mir nur so, yo. Na komm. Einer will bestimmt landen. Oder? Landen? Einer? Bitte? Ja! Da ist einer. Okay. Zoomen wir nah ran. Wenn mehrere rauskommen, klicke ich einfach irgendeinen an. Und das ist unser 200. Kolonist. Es sei denn, es sind pinke Leute. Es sind... Warum sind es denn bewaffnete Eindringlinge? Holy shit. Alarmstufe Rudel. Es kann natürlich sein, dass wir dann wieder unter 199 Leute kommen. Eieiei. Okay. Das kriegen wir aber auch noch hin. Die kommen zum Glück an einem richtigen Eingang, weil der irgendwie besser bewacht ist als der andere. Ich meine, auch wenn wir bei dem anderen direkt durch so eine Sicherheitszentrale durch müssen. Oh, natürlich. Ein bisschen müde. Ein bewaffneter Jürgen. Wo sind unsere ganzen Sicherheitskräfte? Hallo? Wir haben 17 Stück oder so. Da ist einer. Das juckt ihn aber einfach nicht. Ah doch, jetzt wird draufgeballert. Ah, da sind 3 Stück. Piu, 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 piu. Eindringlinge wurden getötet. Da sind noch 2. Jungs, noch 2 bewaffnete Eindringlinge, Junge. Okay, einer. Wir haben hier einfach 5 Wachen oder so stehen. Tschüss. Nice. Wir sind immer noch bei 199 Leuten. Wir können die Alarmstufe wieder ausschalten. Die Leute sind natürlich jetzt wieder kacke drauf da vorne, die dabei waren. Weil Schlacht und so. Was sagt denn... Warte mal. Die Leute sind kacke drauf, ne? Sind die immer noch... Es geht langsam wieder. Es pendelt so zwischen der Mitte und dem hier oben manchmal. Das müssen wir gleich mal ein bisschen genauer im Blick haben. Hier ist noch ein Handelsschiff. Das juckt ja niemanden. Hallo, Handelsschiff. Nee, von dir will ich gerade mal nichts. Die Leute hatten gerade fettes Gefecht. Die müssen erstmal chillen. Hier werden unsere ganzen Strombatterien wieder aufgefüllt. Die haben wir noch nie benutzt, oder? Ich würde trotzdem gerne wieder mehr bauen. Einfach nur, damit wir 100% auf der safen Seite sind. Sandsturm entdeckt. Alles klar, warte. Langsam. Da hinten landet ein Kolonieschiff. Lass es bitte Kolonisten sein. Ja, du, TV Levine, du bist unser... Hä, warum 201? Achso, ja, weil es die beiden sind. Du bist unser 200. Mann und Leonida Brandt ist unser 201. Mann, Frau, whatever. Yeah, wir haben 200 plus Leute in unserer Klimonie. In unserer Klimonie. Und wir müssen noch was machen, denn ich habe gesagt, sobald wir über 200 Leute sind,
werden wir eine weitere, einen weiteren Sauerstoffgenerator anbringen. Und eigentlich würde ich den gerne hierhin platzieren, aber das ist anscheinend nicht so. Tschüss. Ich glaube, ich baller den mal hierhin. Und verbinde die da miteinander. Kann ich die eigentlich abreißen? Das wäre mal interessant zu wissen, weil wir da später sowieso die Kolonie erweitern müssen. Müssen. Warte, kann ich? Ja, kann ich. Sehr gut. Das machen wir später auch. Aber später ist das Stichwort. Nice, Alter. Wir haben 200 Leute. Es fehlen nur noch 100, beziehungsweise es fehlen weniger als 100. Es fehlen 99 Leute noch. Und wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben alle Meilensteine geschafft. Das, was wir auch schaffen wollen. Zusammenschluss, der letzte, der uns fehlt von 300. Wir haben alle geschafft für die Leute, die vielleicht erst seit ein paar Folgen zugucken. Wir haben Überleben geschafft. Einen Tag überleben ist nicht wirklich schwierig zu schaffen. Autokratie, bauen, Bioplastikprozessor, Metallprozessor, essensfertiger Mine, Biodom. Wir haben Expansion, neue Kolonisten auf die Basis holen. Wir haben Ruf, Prestige erreichen, 100. 100er, 100 Leute. Roboterisierung, baue oder kaufe 10 Bots. Machthungrig, generiere 500 Kilowatt Energie. Größenwahn, baue Monolith, haben wir 2 Stück von. Technokratie, erhalte 8 Technologien, also alle im Spiel, zeige ich auch nochmal. Und dann der Zusammenschluss, das letzte, was uns fehlt. Die Technologien übrigens, hier. Patent für Goliath-Turbine, Massenspeicher, Baubot, Gentomaten-DNS, Genzwiebel, Bohrbot, Patent für Pharmodom und das Kolossalmodul. Die haben wir alle schon erreicht, das war alles gar kein Problem, meine Freunde. Sandsturm steht kurz bevor, die wollen alle pennen gehen, natürlich ist auch Nacht. Machen wir mal Alarmstufe gelb. Wer werkelt da hinten rum? Ist es ein Bot? Es ist ein Bot, sehr gut. Dann wird der Baubot auch so ein bisschen gesaved. Wir haben jetzt schon wieder ganz viele von den Bots produziert. Ich glaube, wir bauen jetzt mal wieder ein paar Baubots. Ich wechsle das jetzt gerne mal so ein bisschen. Wir brauchen nicht wirklich Stahl, weil wir 77 Stahl haben. Das geht alles fit. Also alles, was wir bauen wollen, können wir auch bauen. Gar kein Problem. Das war ziemlich knapp. Holy crap. Hier stapelt sich halt immer noch das Essen. Wir brauchen keine Baubots. Wir brauchen doch mehr Bohrbots. Es tut mir leid. Ich habe... da. Gut, es wurde noch nicht angefangen zu bauen. Habe ich eine Herstellungsgrenze für Bots? Ja, 35. Erhöhen wir mal auf 40. Ist ja egal. Nur 40 Bots. Wie viele Bots haben wir denn aktuell? 17 Bots. Ich glaube, ich baue einfach noch eine Bot-Werkstatt, oder? Ist doch egal, dann haben wir mehr Bots am Start. Und die Leute müssen weniger tun. Wenn die Leute weniger tun müssen, dann tun die Bots mehr. Und die Leute sind vielleicht glücklicher. Das könnte durchaus sein. Da habe ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich da so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja gut, dann bauen wir mal eine Bot-Werkstatt hier hin. Und gucken mal, ob wir dann mehr Bots kriegen. Also wir sollten dann auf jeden Fall mehr Bots bekommen. Was auch ganz praktisch wäre, wäre hier irgendwo eine Bot-Werkstatt, wo sich die Bots einfach reparieren können, so ein bisschen. Da sind auch 81 Leute drin. 81% Lager voll schon. Obwohl das auch schon wieder so ein Riesenlager ist. So ein Massenspeicher. Hier drüben einfach nur, da kommt ein riesen Energie-Array hin. Wobei wir das auch nicht weitermachen als hier. Wir gehen dann eher in die Richtung, da oben. Weil hier ja noch unsere Kolonie hin muss. Und wir können langsam aber sicher diese Teile hier zerstören, oder? Ja, nice. Ja, und da bauen wir dann auch große Energiespeicher hin. Wenn das passt. Warum passt das nicht? Warum kann ich hier keinen großen Energiespeicher hinbauen? Muss ich das hier auch zerstören? Ja, tschüss. Ich darf halt nur nicht zu viel zerstören. Da konnte ich eben hinbauen, aber vielleicht liegt es an dem Zeug, was da auf dem Boden liegt. Das kann gut sein. Ja, es scheint so, als würde es an dem Zeug liegen. Dann müssen wir das erstmal wegtransportieren. Die Alarmstufe ist übrigens unnötig, weil der, weil Dingens weg ist. Ich muss nochmal ganz kurz... Also, ja, bestimmt. Machen wir wieder schneller. Und da dann ein Handelsschiff. Hallo, Handelsschiff. Guten Tag. Ich will tatsächlich gar nichts von dir. Gebe ich dir was? Ja, warum nicht? Ich habe so viel Zeug davon. Lalalalalalalala. Das ist immer doof, so viel zu geben. Weil ganz viele Leute dann beschäftigt sind. Geben wir dir mal dafür ganz viel. Davon ganz viel. Und dann bekommen wir mal wieder ganz viel von dir zurück. Dim, 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 dim. So. Handeln.
155 Münzen, dann sind wir bei 1300 irgendwas. Vielleicht bekommen wir sogar noch die 10.000 hin. Wer weiß. Vielleicht bekommen wir die, ihr könnt ja mal schätzen, bekommen wir die 10.000, bevor wir die ganzen anderen Leute da haben? Ich weiß es nicht. Wir brauchen vielleicht diesen Sauerstoffgenerator, den ich schon vor Jahren in Auftrag gegeben habe. Was ist da los, Leute? Biodom hat keinen Sauerstoff, das ist doof. Jetzt sterben die ganzen Pflanzen hier ab. Junge, du bist ein fucking Ingenieur, mach das Ding ganz. Er steht davor, er hat gar keinen Bock. Er geht wieder weg, dieser Kackpenner. Hallo, repariert mal jemand den Biodom da drüben, wo die ganzen Pflanzen absterben vielleicht? Der Bot kommt auch nicht mehr durch. Ja, ich stehe hier so ein bisschen rum. Aha. Dankeschön. Und anständig. So, jetzt kann der Bot auch nochmal mithelfen, plötzlich. Auf magische Art und Weise. Der Biodom hier unten ist echt am Arsch so ein bisschen, weil da nichts passiert einfach. Ah ja, genau, da wird ganz viel hintransportiert. Der ist einfach mega kacke drauf. Mal gucken, ob Leute wegen schlechter Laune sterben können. Der hat einfach... Isabella Reynolds, die hat einfach gar keinen Bock mehr auf ihr Leben. Ich glaube, die bringt sie gleich um. Ist ja auch interessant, so Selbstmord in Planet Base. Also Selbstmord an sich ist nicht interessant, das ist nicht cool. Aber in Planet Base wäre das eine interessante Mechanik, die da noch mit reinkommen würde. Was haben wir da? Oh, ein Ingenieur, wir haben 202 Leute. Yeah. Sind die Sachen schon mit abtransportiert worden? Nein, da müssen wir warten. Dann warten wir. Und eine weitere Bot-Werkstatt wurde gebaut, da drüben. Das ist ja eben schon passiert. Hier. Oh, 46% schon. Nice. Handelsschiff. Ist das das Handelsschiff? Du bist das Handelsschiff. Dir will ich aber nichts verkaufen. Cosmos Industrial Vertreter. Okay, wie viel bekommst du noch? Du bekommst noch 16 Stärke. Ja, es ist blöd, wenn man nur eine Luftschleuse hier hat, ne? Vielleicht noch eine zweite hier nebenbauen. Damit mehr Leute außen rein können. Obwohl, die wären wahrscheinlich so dämlich und würden so halb-halb da rausgehen. Ja, aber wir haben mit allen Ressourcen sind wir in den 100ern, außer damit. Aber das ist ja auch die Ressource, um Arzneimittel herzustellen. Wir haben über 100 Arzneimittel. Gut, wir haben nicht so viel Essen. Aber dafür haben wir die Ressourcen, um Essen herzustellen, ganz viel. Was haben wir denn hier? Achso, ne, das ist hier die Getränkemaschine. Wenn, dann muss ich hier gucken. Was haben wir denn hier drin? Das ist eine Mahlzeit, das ist Grundlagen. Wir haben viel Grundlagenmahlzeiten, ne? Ah, Pasta hatten wir noch da drin, nice. Dann haben wir hier jetzt einen Salat, noch einen Salat, noch einen Salat. Die essen viel Salat in meiner Kolonie. Das ist eine Salatkolonie. Er war immer für einen Wasserspender hingebaut, ist doch egal. Den Leuten geht's kacke, warum? Was ist da los? Es war, glaube ich, schwierig, für 200 Leute zu sorgen und für 200 Leute verantwortlich zu sein. In echt würde ich den Job nicht gern machen. Weil du bist dann halt wirklich für... Es ist schlecht. Es geht scheiße. Weil du bist halt wirklich für 200 fucking Leute jetzt. 202 Leute verantwortlich und musst gucken, dass halt wirklich alles läuft. Und die sind halt auch einfach mal kacke drauf. Einfach so. Die haben gar keinen Grund eigentlich. Die haben alles. Die haben alles im Überfluss. Was wir eigentlich mal machen können, ist Herstellungsgrenzen für alles andere anzulegen. Zum Beispiel hier. Arzneimittel haben wir unendlich. Ja, da können wir einfach mal sagen, okay, bei 100 ist halt einfach Schluss. Ersatzteile auch. Wir können einfach sagen, alles klar, bei 100 Ersatzteilen ist halt einfach mal Schluss. Halbleiter 15, jetzt haben wir Herstellungsgrenzen angelegt. Vielleicht hilft das ja so ein bisschen, dass die Leute nicht so schlecht drauf sind. Was ist hiermit? Dich können wir entlassen. Von dir brauchen wir gerade nichts. Und verkaufen tun wir jetzt auch erstmal nichts mehr. So, dann werden jetzt schon mal keine Arzneimittel hergestellt, weil bei 100 ist halt Schluss. Und wir verbrauchen halt auch nur ganz selten mal Arzneimittel. Vielleicht hilft das ja irgendwas. Ja, Ersatzteile bleiben jetzt auch immer bei 100. Da müssen wir gucken, dass es bei 100 bleibt. Ansonsten ist unsere Produktion irgendwo ein bisschen am Arsch. Vielleicht, weil die Leute dann weniger arbeiten müssen, um das herzustellen, vielleicht geht es denen dann nach und nach besser. Und wir haben auch in jedem Biodom, haben wir auch so einen Baum stehen, also... Außer hier, hier unten haben wir sogar zwei Bäume stehen. Was ist da hinten? Hier haben wir auch zwei Bäume stehen. Hier haben wir keinen stehen, aber mein Gott, dann steht da halt mal kein Baum. Aber wir brauchen auch ein bisschen Essen. Also wir müssen ja irgendwo ordentlich produzieren. Hier einfach der zweite Monolith, einfach, alles klar. Wir können eigentlich noch einen dritten und einen vierten bauen. Das ist eigentlich, juckt eigentlich keinen. So, entweder warten wir, bis es wegtransportiert wird. Recyceln. Ah, wir können das so recyceln, ja. Die 5 Stahl interessieren mich nun wirklich nicht so sehr, als dass wir 10 Minuten warten, bis die weg sind. Und tschüss. Und dann bauen wir da mal was hin. Und zwar fette Energiekollektoren. Es lag halt wirklich daran, dass da einfach nur Zeug lag. Krass.
So, dann können wir hier mal die Verbindung bauen. Dann bauen wir den und dann bauen wir da auch noch einen hin. Da haben wir da oben auch noch ein bisschen mehr Energiekollektoren. Hier ist ein Schiff gelandet. Ja, ein Handelsschiff. Du hast aber nichts Interessantes für uns. Oh, eigentlich gibt es nichts mehr Interessantes für uns. Ja, das läuft alles ziemlich gut. Kann ich hier vielleicht noch eine Verbindung zu irgendwas herstellen? So vielleicht. Dann sind wir da auch noch mal ein bisschen abgesichert, weil aktuell... Ah, nee. Wir werden die beiden gehabt. Wenn das kaputt geht, bricht natürlich ziemlich viel zusammen. Obwohl die... das hier ist ja alles zweifach verbunden. Das ist ja einmal hier durch verbunden und einmal hier um den ganzen Berg herum haben wir das ja verbunden. Von daher geht das schon klar irgendwo. 1500 Geld. Münzen sind es ja. Im Weltraum. Münzen. Leute. Das sind keine Münzen. Okay. Es wäre cool, wenn es den Leuten wieder besser geht. Es fängt langsam an, wieder hochzugehen. Ihr seht es gerade. Meteoriteneinschlag, alles klar. Wie viele Leute sind wir denn? 202. Es kommen auch aktuell keine neuen mehr am Start. Rein. Oder whatever. Aber das geht schon alles. Es ist halt... Ah, unsere Energie scheint aber auch... Ja, hier, das ist jetzt alles leer gedrained. Da müsste langsam hier der Anfang leer zu drainen. Genau. Und dann hier. Oder erstmal hier. Ja, genau. Der hier. Da ist noch ein neues Kolonistenschiff. Sehr nice. Mit bewaffneten Eindringlingen. Warum kommen die denn immer wieder? Holy crap. Weißt du, auch immer wieder dieselben Trottel. So vier Leute. Wir machen die Kolonie kaputt. So, das sind vier Leute einfach. Vier. Was soll der denn machen, Alter? Ich habe 17 Wachmänner, die alle voll bewaffnet sind. Probiert's halt. Aber holy crap, seid ihr dämlich. Ja, okay, wer da so mitten im Weg steht, der ist... Achso, das war die selber. Okay, gut, dann. Allein hier sind ja jetzt schon 10.000 Wachmänner. Was wollt ihr überhaupt? Ein Wachmann von mir ist gestorben. Ein Eindringling ist gestorben. Wir haben eh zu viele Wachmänner gehabt. Noch ein Eindringling wurde getötet. Noch ein Eindringling. Zwei Kolonisten sind gestorben. Das ist natürlich sehr doof. Jetzt sind die alle wieder kacke drauf. Jetzt sind die noch schlechter als schlecht drauf. Und wir haben nur noch 200 Leute. Wir dürfen ziemlich genau 200 Leute haben eigentlich. Wir haben jetzt genau 200 Leute. Sehr schön. Nicht so schön, weil eigentlich hätten wir mehr gehabt. Naja, Alarm schon wieder aus. Gucken wir mal ganz kurz, wer gestorben ist. Es ist eine Wache gestorben. Und? Oh, Entschuldigung. Und noch irgendwas. Wir können eigentlich mal wieder Besucher am Start lassen. Einfach mal, um zu gucken, ja, weißt du was? Obwohl, dann haben wir auch wieder mehr Chance auf blöde Penner. Man braucht auch keine Besucher mehr. Es gibt einen Punkt am Spiel, wo man einfach nur noch warten muss. Und das haben wir erreicht. Wir müssen halt echt einfach nur noch warten, dass genug Leute auf unsere Kolonie kommen. Und da kommen wieder ein paar neue. Zwei Stück. Sehr gut. Dann haben wir die Verluste gerade schon wieder wettgemacht. Aber es ist jetzt eigentlich noch ein Waiting Game. Man könnte versuchen, die Leute irgendwie besser drauf zu kriegen. Aber ich habe da ein fettes Biodom. Ich habe da eine fette Kneipe. Ich habe hier eine Kajüte. Ich habe hier irgendwo hatten wir da auch noch so ein... Hier haben wir überall Bäume drin. Ich habe hier auch noch eine Kneipe, eine kleine. Ich habe hier auch noch so ein Fitnessdom, so ein kleines. Ich wüsste auch nicht, was ich noch mehr bauen sollte, damit es den Leuten besser geht. Ich meine, ich könnte noch mehr Fitnessdinger bauen, noch mehr Kneipen und so. Ich habe auch schon die Herstellungsgrenzen nach unten gesetzt. Das heißt, es wird auch nicht mehr produziert, als wir brauchen. Ersatzteile 98, gut, da müssen mal wieder ein paar produziert werden. Damit wir unsere Herstellungsgrenze da nötig, damit wir die da einhalten. Aber ansonsten, es gibt ja auch dann Maschinen, die gar nicht benutzt werden, wenn wir die Herstellungsgrenze erreicht haben. Hier, die Ersatzteilwerkstätte, die werden gar nicht benutzt. Ist ja auch voll okay. Soll den Leuten ja auch irgendwo dann wieder besser gehen. Aber wir sind, jedenfalls haben wir die 200er Grenze geknackt. Was schon mal ganz geil ist. Es fehlen also nur noch 98. Am Anfang des Parts haben uns noch 99 gefehlt. Also sind wir sehr weit gekommen in diesem Part. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es den Leuten allgemein... F1 war die Hilfe. F2, genau, F2 war der Screen. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass unsere Kolonie als schlecht gelistet wird quasi. Was ja eigentlich Quatsch ist. Warum geht's denn schlecht? Die haben doch alles. Die haben Essen im Überfluss. Die haben 100 Fleisch im Lager liegen. Die haben... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht.
Aber vielleicht ist es auch nicht dafür gemacht, dass ich das verstehe. Ja gut, die worken halt die ganze Zeit, ne? Aber irgendwas, irgendwie müssen die sich ja ernähren. Die können ja nicht einfach nichts tun. Schlecht. Oh, es geht wieder bergauf. Cool. Anständig wäre ganz cool. Oh, ich will nicht, Leute. Ich nehme das hier am 1.1. auf und gestern war eine lange Nacht. Aber, Leute, ich würde sagen, wir haben über 200 Leute. Ja, komm, sehen wir, dann gucken wir noch. Ach ne, ist ein Handelsschiff. Entlassen wir noch dieses Handelsschiff und sehen uns im nächsten Part von Let's Play Planet Base wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, hinterlasst doch einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Planet Base. Tschüss, bis dann, auf Wiedersehen.